Hallo. Hallo. Ja, liebe Medienvertreter, ich darf Sie zu dieser Pressekonferenz begrüßen. Sie können sich sicher sein, dass uns das auch nicht leicht fällt, nach drei Tagen nach den Krawallen rund um das Spiel gegen Leipzig in den gewohnten Pressekonferenz-Spielrhythmus überzugehen. Nichtsdestotrotz haben wir morgen das Spiel gegen Hertha BSC. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wissen natürlich, dass es auch andere Fragen zu den Vorkommnissen vom Wochenende geben wird und bitten Sie um Ihre Fragen an Thomas Tuchel, bitteschön. Peter Schwenneker. Ja, Herr Tuchel, wie schwer fällt es Ihnen nach den Ereignissen des letzten Wochenendes, die Konzentration so jetzt wieder auf den Fußball zu richten? Ja, schwer und nicht so schwer. Also das Thema ist jetzt kein Thema zwischen mir und der Mannschaft, aber natürlich haben wir davon mitbekommen, aber erst nach dem Spiel. Wir haben während der Anreise zum Spiel und während des Spiels nichts von alledem gewusst und über die Eskalationen dann vor dem Stadion und über die Art der Übergriffe erst sehr, sehr spät erfahren. Das trübt natürlich die Freude ungemein und das ist auch durch nichts zu rechtfertigen. Ich war selber als Kind im Bundesliga-Stadion mit meinem Vater oftmals und es muss möglich sein, mit Kindern und Familien ins Stadion zu gehen. Wir verurteilen natürlich und distanzieren uns komplett von jeglicher Gewalt. Das ist eine Selbstverständlichkeit und es muss möglich sein, friedlich ins Stadion zu gehen als Familie, als mit Kindern ins Stadion zu gehen, und es muss auch vor allem in Dortmund möglich sein. Uli Klose von RTL, bitteschön. Herr Tuchel, Sie sind ein Mensch, der Sachen sehr reflektiert. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Mannschaft ins Stadion kommen und sehen dort auf der Südtribüne, wo man eigentlich die größte Unterstützung bekommt im ganzen Stadion, dass sich da so eine Wand des Hasses aufbaut, was für eine Wahrnehmung ist das für Sie? Die habe ich nicht so wahrgenommen. Also davon würde ich mich jetzt wiederum distanzieren. Also ich habe die Wand nicht als Wand des Hasses empfunden. Ich habe es sehr emotional empfunden. Ich habe es als extrem emotional aufgeladen empfunden, das Spiel, als sehr unterstützend. Aber im Stadion, Sie meinen mit Sicherheit die Spruchbänder, ich habe die natürlich gesehen, aber ich habe die in der Vielzahl gesehen, aber ich habe die nicht im Einzelnen gelesen. Und es gibt schon nochmal, finde ich, auch einen großen Unterschied zwischen Spruchbändern hochzuhalten und dem, was vor dem Stadion passiert ist. Und dass dort auch Parolen gerufen werden und so weiter, ist unsäglich, aber tut er erstmal, verletzt das, klar, es verletzt die Seele und es verletzt auch den Anstand, aber eine Wand des Hasses habe ich jetzt da also in keinster Weise empfunden. Unten am Spielfeld. Wenn man das so sieht und auch sieht, was draußen abgelaufen ist, denkt man dann auch im Nachhinein mal drüber nach, dass man vielleicht in Deutschland monatelang zu viel gestichelt hat gegen RB Leipzig? Ich denke darüber nicht nach, weil ich nicht gestichelt habe. Und ich kann Ihnen nur noch mal sagen, wenn Sie sich in meine Situation reinversetzen, wir haben vor dem Spiel nichts davon mitbekommen, nichts. Unsere Anfahrt war wie immer. Der Bus von RB Leipzig war vor uns da. Wir sind relativ spät gekommen. Wir haben viele Polizeieinsatzwegen gesehen. Die sehen wir aber öfter bei Risikospielen im Derby gegen Schalke und so weiter. Wir haben keinerlei Eskalationen mitbekommen. Wir haben keinerlei Übergriffe mitbekommen. Wir haben nicht mal draußen eine besonders aufgeladene Stimmung mitbekommen. Deshalb bin ich dann auch, als ich dann zu den Interviews gegangen bin, wie immer vor dem Spiel im Stadion, war alles wie immer. Als ich nachher zum Spiel gegangen bin, hatte ich ja gar keine Vorahnung und ich hatte gar keine Vorkenntnis von der Eskalationsstufe, die schon erreicht war. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch die Wand und die Spruchbänder dann nicht so extrem empfunden, wie Sie wahrscheinlich, weil Sie natürlich Bescheid wussten schon und dann kriegt das natürlich eine ganz andere Dynamik. Aber ich weiß auch nicht, ob man ob man sich einen Gefallen tut, jetzt einzelne Personen rauszupicken und zu sagen, wer dort eine Schuld hat. Also ich glaube, dass
dass da eine Grenze massiv überschritten wurde durch unsere Fans und davon will sich auch niemand freisprechen und das will auch niemand schönreden. Das, was Thomas zur Wand und zu den Plakaten gesagt hat, Uli, deckt sich übrigens mit dem, was unsere Spieler sagen. Wir haben mit einigen Spielern gesprochen jetzt in den vergangenen Tagen. Die haben zwar die Plakate in Gänze wahrgenommen, aber sind von uns nach dem Spiel informiert worden, was teilweise auch auf den Plakaten in den Ecken stand und waren da sehr schockiert und sehr entsetzt. Bitteschön. Thomas, um aufs Pokalspiel zu sprechen zu kommen. Hertha hat euch im Bundesliga-Hinspiel in der Hinrunde große Probleme bereitet. Wie schätzt du jetzt die Aufgabe morgen ein? Als sehr schwierig. Hertha ist eine sehr gefestigte, in sich gefestigte und in ihren Abläufen sehr gefestigte Mannschaft. Es ist extrem schwer, gegen sie Torchancen herauszuspielen. Es ist sehr schwer, richtig Tempo aufzunehmen, weil sie es sehr geordnet, sehr diszipliniert und extrem geduldig verteidigen können. Und damit sind natürlich auch die Aufgaben schon formuliert. Wir wollen natürlich das Tempo hochbringen, wir wollen sie unter Druck setzen, wir wollen sie in ihre Hälfte zurückdrängen, aber wir wissen um die Schwierigkeit, zu Torchancen zu kommen. Sie lassen sehr, sehr wenige Torchancen zu, sind sehr, sehr zweikampfstark. Deshalb ist das ja, auf jeden Fall ein Spagat, den wir hinbekommen müssen, zwischen emotional zu spielen und ein hohes Tempo anzuschlagen, aber gleichzeitig einfache Fehler komplett zu minimieren und das Spiel weit trotzdem in die gegnerische Hälfte zu bekommen. Sport live, Bijan, bitte. Ja, dann stelle ich mal die Frage nach dem Personal. Wie sieht's aus bei Ousmane Dembélé? Könnte der wieder spielen? Ist der wieder fit? Ja, Ousmane hat jetzt gerade trainiert und ist einsatzbereit. Wir gehen zum Kollegen vom Sportinformationsdienst, bitte. Danke. Also falls ich das auch vorher nicht klar gesagt habe, wir distanzieren uns natürlich in aller Form von den Inhalten auf den Plakaten. Ne? Falls das jetzt nur, ich hatte nur den Moment beschrieben, dass das für mich die einzige Eskalation war, als ich unten das gesehen habe und deshalb das nicht als Hass, weil ich die Inhalte auch nicht gelesen habe. Ich habe das gesehen, aber ist gut. Bitteschön. Ja, Herr Tuchel, die Schweden interessieren sich immer sehr für Alexander Isak. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich nicht Neues, aber Wie groß ist das Vertrauen in ihn? Ist er vielleicht eventuell sogar für morgen eine Option gegen Berlin? Das Vertrauen, das muss natürlich erst wachsen. Also es ist ein ganz neuer Spieler und ein ganz junger Spieler und das Vertrauen äußert sich natürlich als in allererster Linie mal dadurch, dass wir ihn verpflichtet haben, dass wir uns getraut haben, Adrian Ramos seinen Wechselwunsch zu erfüllen und den Kaderplatz mit Alex zu besetzen. Das ist das Vertrauen, das wir ihm entgegenbringen und das ist jetzt kein Misstrauen, wenn wir ihn nicht für den Kader nominieren, aber wenn Sie im Moment schauen, sind auf dem Trainingsplatz auch schauen. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, mit 20 Feldspielern voll belastbar trainiert und der Konkurrenzkampf ist hoch und da ist einfach Geduld vonnöten. Es wird die Zeit brauchen, die es einfach braucht. Das tun wir ihm keinen Gefallen, wenn wir da Vorhersagen treffen. Sebastian Wessling für die Funke Mediengruppe. Sie haben gegen Leipzig auf eine Art und Weise gespielt, die ich jetzt mal als pragmatisch vielleicht beschreiben würde, die ein bisschen anders war, als man es sonst oft von Borussia Dortmund kennt. Auch sehr viel mit langen Bällen auf zweite Bälle gegangen und so etwas. Ist das diesem einen speziellen Spiel und dem speziellen Gegner geschuldet oder ist das grundsätzlich auch ein Gedanke, so ähnlich auch gegen Berlin vorzugehen? Pragmatisch versuchen wir es eigentlich immer zu machen. Also natürlich überlegst du dir auch im Vorfeld und in der Analyse Lösungen, aber am Ende versuchen wir es immer in eine pragmatische Form und in eine Form zu gießen, die uns erlaubt, unsere Stärken aufs Feld zu bekommen und die Räume zu bespielen, die wir vermuten, die wir bekommen. Wir haben auf jeden Fall damit, wir wussten sehr genau, was Leipzig macht. Es gab wenig Grund für sie, etwas zu wechseln. Und die Art des Spiels, die kann man nicht 1:1 kopieren auf ein Spiel gegen Hertha BSC. Es gibt, es ist schon, weiß nicht, ob's, es ist schon fast der komplette Gegensatz in der Art zu verteidigen zwischen Hertha und RB. Und Leipzig im Grunde extrem auf Vorwärtsverteidigung und auf ein extremes ballorientiertes Durchschieben verteidigt. Verteidigt die Hertha
wie soll ich das, eher auf Räume zulaufen, auf Pässe rausschneiden und erst in der allerletzten Linie eher auch mal auf Zurückweichen, auf eine Torsicherung. So, es unterscheidet sich komplett und ergibt sich daraus, finde ich, aus den unterschiedlichen Ansätzen von des Gegners und dessen, wie wir natürlich auf dem Feld unsere Aufgabe machen, ergibt sich eine eigene Dynamik. Und wenn Sie das Wort pragmatisch, natürlich versuchen wir dann in einer Ordnung auf dem Feld zu stehen, die uns erlaubt, dann nicht mehr nachzudenken, sondern einfach zu machen und zu tun und Leute dort zu finden, wo sie ihre Stärke haben. Das werden wir jetzt wieder versuchen. Und das ist, glaube ich, immer weniger wichtig, ob das 3-5-Viererkette heißt, ob das 1-6er, 2-6er, 3-6er sind. Es geht eher darum, sich schnell zu finden, gewohnte Abläufe zu haben und sich in denen da Antworten drauf zu haben, was der Gegner eventuell anbietet. Aber es wird auf jeden Fall eine Aufgabe. Die nächste Frage kommt von Moritz Leikam von der Bild und danach Harald Grundmann von der ARD. Mario Götze war auch nicht im Training heute. Ja. Was hat er und wie sieht es dafür morgen aus? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, was fehlt ihm zurzeit, damit er mal wieder in der Startelf steht? Ja, es sind muskuläre Probleme und er hat heute aufs Training verzichtet. Dementsprechend knapp wird das natürlich für morgen, weil Gonzo auch wieder im Training auch zurück ist und damit auch die Alternative auch auf der Position damit auch gegeben ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kenne Ihr Interesse. Ich verstehe Ihr Interesse auch natürlich an Mario. Ich weiß, ich wurde ja sofort auch nach dem Spiel gefragt. Die erste Frage ging danach, wieso nicht Mario? Ich weiß nicht, ob Mario das so recht wäre, ob wir da ihm auch damit einen Gefallen tun, ständig im Grunde nach allen Einsätzen die erste Frage und wie hat er heute gespielt und wenn er nicht spielt und wieso hat er heute nicht gespielt. Ich finde zum Beispiel, dass André Schürrle eine ganz bittere Entscheidung hinnehmen musste nach einem Tor in Bremen, nach einer Torvorbereitung in Mainz, saß auch Schü 90 Minuten auf der Bank und man sieht die Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung. Shinji Kagawa als Nationalspieler hat auch nicht gespielt und gerade als André Schürrle, als deutscher Nationalspieler, auch Weltmeister und auch daran beteiligt, ja, dass wir Weltmeister wurden, läuft da komplett unterm Radar, während der Mario da unterm Brennglas steht. Und ich glaube, dass das nicht hilft, weil alles, was hilft, ist Geduld, Ruhe, Fleiß und harte Arbeit. Und gibt kein anderes Rezept dafür. Ich bin mir sicher, dass wir ihn brauchen. Es gibt keinerlei Streit zwischen uns, es gibt keinerlei Vorbehalte, es gibt keinerlei persönliche Animositäten. Es ist in keinster Weise so, dass wir ihm das nicht zutrauen oder dass wir eine neue Position für ihn brauchen. Das ist alles Quatsch. Es sind Entscheidungen im Moment. Andere haben ein bisschen mehr Selbstvertrauen, haben ein bisschen bessere Quote aktuell und deshalb ist er im Moment etwas hinten dran, aber er wird seine Chancen bekommen, er wird seine Klasse unter Beweis stellen, davon bin ich überzeugt. Harald Grundmann. Herr Tuchel, sehen Sie und die Mannschaft die gelbe Wand nach dem Wochenende jetzt mit anderen Augen? Also, wie kann ich? Ich würde jetzt gerne ganz klar mit Nein antworten, ohne in irgendeiner Weise das zu verharmlosen zu wollen, was vor dem Stadion war. Aber ich würde das gerne trennen, weil ich habe die Wand als massiv unterstützend und nur im Stadion eben wahrgenommen und dort gab es keine Übergriffe und dort ist nichts passiert und das, was vor dem Stadion passiert ist, das ist einfach, das verurteilen wir massiv, aber wir, ja, ob wir die mit anderen Augen sehen, ich weiß gar nicht, also wirklich ohne, dass ich mich aus dieser Verantwortung da auch stehlen will, dazu ganz klar Stellung zu beziehen und ich hoffe, dass ich das auch damit klar getan habe, gibt es trotzdem natürlich eine Seite in mir, die Trainer ist und die den Sport verantwortet und die natürlich auch Emotionen mitlebt und so weiter und das
Und da ist die gelbe Wand einfach einmalig auf der ganzen Welt und einmalig in Europa. Und wir brauchen die Fans und wir brauchen die Unterstützung und wir wollen alles andere in keinster Weise haben. Weder Diffamierung noch Spruchbänder und schon gar nicht Gewalt. Aber ja, Punkt. Und dass wir die beleidigenden Plakate verurteilen, haben wir, glaube ich, in den Stellungnahmen in den letzten Tagen immer wieder gesagt, haben uns dafür entschuldigt und befinden uns auch mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern des BVB auf der Geschäftsstelle im Moment Tag und Nacht in der Aufarbeitung dieser Ereignisse. Es kann sich jeder sicher sein, dass wir das lückenlos aufklären wollen und dass da nichts unter den Teppich gekehrt wird, sondern das erfordert im Moment unsere kompletten Anstrengungen und die legen wir auch da rein, um die Menschen zu finden, die sich da daneben benommen haben. Nur da geht in der Tat Genauigkeit vor Schnelligkeit, so sehr wir natürlich einschätzen können, dass sie ein Interesse an diesen Informationen haben. Ich kenne aber auch einfach auch Menschen persönlich, die in der Wand stehen, genau. die auf der Süd stehen, die niemals auch nur im Entferntesten gewalttätig sind. Ja. Und die werden dort weiterhin stehen und die werden mit Leib und Seele uns die Daumen drücken und mir die Daumen drücken. Und deshalb weigere ich mich auch ein bisschen da, also die Wand mit anderen Augen dann zu sehen. Damit, ich wollte mich da auch noch erklären. Natürlich ist das absolut nachvollziehbar und ich habe die Frage auch gestellt, weil die Gefahr natürlich besteht, jetzt alles über einen Kamm zu scheren. Absolut. Ja, und deshalb ist ja vielleicht gut, dass ich den Nachsatz getätigt habe. Also ich kenne persönlich Leute, ich Freunde von mir, die kommen, wollen explizit dort stehen und bemühen uns immer wieder, das irgendwie möglich zu machen und schildern von ganz unglaublichen Erlebnissen, wie sie noch nie Fußball erlebt haben. Und ja, und das sind Menschen, die niemals gewalttätig sind und werden und werden dort auch weiterhin stehen und aufpassen, so wie sie sagen, dass man bei aller Aufklärung, aller Distanz keine Pauschalverurteilung fährt. Das Gleiche betrifft übrigens auch, wie ich finde, und ich hoffe, man gesteht mir dazu, dass ich nicht plumpe Lobbyarbeit betreibe, was die Beurteilung der persönlichen Schuldfrage betrifft. Wer sich die Mühe macht, die Interviews, die unsere Verantwortlichen in den letzten Monaten gegeben haben, in denen sie angesprochen worden sind auf Rasenballsport Leipzig, einmal genau zu lesen, der wird natürlich, und das gehört zur Wahrheit, sehen, dass diese Verantwortlichen gesagt haben, sie setzen sich kritisch mit dem Konstrukt Rasenballsport Leipzig auseinander. Sie haben in diesen Interviews aber auch immer gesagt, dass sie großen Respekt vor der Leistung der Mannschaft haben, dass Menschen wie Ralf Hasenhüttl und Ralf Rangnick absolute Top-Leute sind, die es einfach gut machen und dass sie vor allem Respekt vor den ostdeutschen Fußballfans haben und vor deren Wunsch nach Jahrzehnten wieder Bundesliga-Fußball zu sehen. Auch das gehört zur Wahrheit, beides. Und da bitte ich einfach um eine differenzierte und nicht um eine populistische Aufarbeitung. Insbesondere Sie sind da natürlich in der Verantwortung. Danke fürs offene Ohr. Und wir machen weiter mit Sebastian Wessling, bitte. Ich würde gerne noch einmal die Frage nach dem Personal abrunden. Abgesehen von Dembélé, Götze, gibt es Menschen, die Spieler, die ausfallen oder Menschen und auch Spieler, ist ja auch teilweise deckungsgleich. Teilweise deckungsgleich. Jeder Spieler ist Mensch. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, Sebastian Rode, ich glaube, den haben wir letztes Mal auch vergessen. Nach wie vor Probleme an der Leiste und Nuri ist zwar zurück im Mannschaftstraining, aber noch nicht in allen Bereichen, so da steht gerade die Wiedereingliederung an. Und ansonsten stehen alle zur Verfügung. Die Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, vielleicht noch ein letztes Mal, jetzt auch im Zusammenhang mit diesen unschönen Situationen am Wochenende. Was glauben Sie denn, welchen Einfluss das auch morgen auf die Stimmung haben wird? Das wird ja auch für die Fans, die dann ins Stadion kommen, sicherlich eine ganz merkwürdige Geschichte werden. Welchen Einfluss wird das haben, was da am Wochenende passiert ist und was erwarten Sie da für eine Stimmung? Gute Frage, aber ich glaube, dass es trotzdem erlaubt sein oder dass es auch wichtig ist, ins Stadion zu gehen und erlaubt sein muss, auch die Mannschaft zu unterstützen und auch emotional zu unterstützen. Und
natürlich auch diese Situation jetzt den Fokus verschärft und auch zu Recht verschärft. Aber alle die sich davon distanzieren, die Möglichkeit natürlich auch nutzen und in der Mehrheit sind und die Möglichkeit nutzen können, einfach ins Stadion zu gehen und uns zu unterstützen. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall. Moritz Leikamp von der Bild nochmal. Eine Frage noch zur Torwartposition. Bisher war Roman Weidenfeller im Pokal, im Tor. Bleibt es dabei? Oder? Roman Bürki wird morgen spielen. Ich habe gerade vorher mit Roman Weidenfeller auch darüber gesprochen. Und der einzige Grund dafür ist, dass Roman Bürki lange verletzt war und wir ihm jetzt diesen Rhythmus weitergeben wollen und ihm nicht jetzt die wir uns zwar gewünscht haben, diese Teilung und dass Roman Weidenfeller im Pokal spielt, aufrechterhalten, sondern wir wollen ihm diese Pause jetzt nicht geben, sondern wollen, dass er drin bleibt in der entscheidenden Phase. Und ich sage Ihnen das, weil ich jetzt gerade auch mit Roman Weidenfeller drüber gesprochen habe und weil da auch, um das auch direkt vorwegzunehmen, das hat nichts mit den bisherigen Leistungen zu tun, das hat auch in keinster Weise was damit zu tun, dass er in Bremen auch öffentlich dafür plädiert hat, im Tor zu bleiben. Das ist ihm 100% gestattet und ich habe dort schon meine Meinung dazu gesagt. Es gibt keinerlei Vorbehalte zwischen uns, aber wir sehen jetzt gerade die Notwendigkeit, Roman Bürki im Rhythmus zu belassen, so wie ich es geschildert habe. Und Roman hat dafür, er fand es schade, aber er hat Verständnis dafür gehabt. Er hat gesagt, dass er im umgekehrten Fall nach einer Verletzung und als Nummer 1 sich das auch gewünscht hätte, dass das so passiert, dass er im Rhythmus bleiben darf. Deshalb haben wir da jetzt erstmal keine Grundsatzentscheidung getroffen, sondern für diese Pokalrunde und dann schauen wir weiter. Gibt es noch weitere Fragen? Der Herr hier vorne in der Ecke, das Mikrofon kommt. Bitte schön. Sie haben gesagt, Sie haben beim Spiel die Plakate nicht bemerkt. Wenn man dann nachher die Sprüche... Ich habe sie bemerkt, ich habe sie nicht gelesen. Nicht gelesen, genau. Wenn man dann nach dem Spiel die Sprüche sieht, Bullen schlachten Steine auf Bullen, was geht einem dann als Trainer durch den Kopf und muss man da als Verein solchen Sprüchen Einhalt gebieten? Ja, klar. Also mir geht da nicht viel durch den Kopf. Also so weit reicht das nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was einen dann umtreibt, das zu schreiben, aufzuhängen und in der Öffentlichkeit dann zu zeigen und ob es dann dazu führt, dass man sich dann irgendwie besser fühlt, das übersteigt meinen Horizont. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Schau noch einmal in die Runde. Bedanke mich bei Ihnen für die heutige Pressekonferenz. Wir sehen uns morgen Abend wieder im Signal Iduna Park gegen Hertha BSC. Bis dann. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Tschüss.